Dann könnte ich ja auch langsam mal die Bildschirmübertragung für dich anmachen, nicht wahr? Wäre von Vorteil. Dann mache ich das doch mal. Einen Bildschirm übertragen. Ein Fenster und zwar das da. Hallo! Ha! Um Gottes Willen! Wie siehst du denn aus? Du siehst aus wie die Freundin von der älteren Tochter aus Full House. Oh Gott, wer war denn das? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die hatte auch immer so eine blöde Fick-mich-Palme auf dem Kopf. Was? Eine Fick-mich-Palme? So nennt man das doch. Nee, ich kenne das unter Assi-Palme, aber nicht unter Fick-mich-Palme. Aber wenn du es schon so fragst... Steht dir auf jeden Fall ausgezeichnet. Dankeschön. Und weißt du, was ich damit machen kann? Siehst aus wie so ein Deku-Junge oder so. Oh, das hüpft so schön. Ein Traum. Wunderbar. Ja, und wenn man sich denkt, boah, sieht der Typ gerade scheiße aus, dann kann ich noch eins draufsetzen. Eins aufsetzen. Ho. Das sieht echt beschissen aus. Ich bin übrigens kein Fan von dicken Headsets, zumindest nicht, wenn man sie sieht an mir. Aber ich habe jetzt eins. Ich sag nicht, was es für eins ist, denn sonst würde ich Schleichwerbung Köstritzer Schwarzbier. Nein. In der Tat. Ja, Moment, das. Ah, Mist, ich muss. Ah! Ist mir gerade die Verbindung flöten gegangen. Das ist echt Mist. Ich brauch was, wo ich mein 3DS ablegen kann. Ich bin hier irgendwie gerade. Ich glaube, ich weiß, was bei dir passiert ist. Du hast ein Mittel benutzt, das dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Genau, deswegen habe ich so volles Haar, dass ich so hochbinden kann und zu einer Fick-mich-Palme. Richtig. In der Tat. In der Tat. Okay, gehen wir doch mal weiter im Spiel. Also heute ausnahmsweise mal mit nicht zu viel Intro-Gelaber, weil wir wollen ja auch irgendwann mal vorankommen, ne? Ja. Am nächsten Morgen wachten wir topfit und zu allem bereit auf. Herr Wright und ich beschlossen, Nachforschungen anzustellen. Ach übrigens, weißt du schon? Nein, ich werde jetzt nicht wieder unterbrechen. Wetten, dass wir uns trotzdem spätestens in 3 Textboxen in einem Gespräch verheddern, dass es da trotzdem wieder 10 Minuten dauert. Ja, nämlich so wie damals. Moment mal, in 3 genau. Textboxen erst. Okay. Nein. Ach, das waren Zeiten. Ach ja. Diese 3 Jahre. Sophie darf nicht noch einmal von den Rittern gefasst werden. Deshalb musste sie mit Barbara Ross im Wirtshaus bleiben. Sie durfte nicht noch einmal von den Rittern angefasst werden. Unsittliche. Ja. Wir begannen am Marktplatz. Offenbar ist der Ort des ersten Vorfalls nicht allzu weit von hier entfernt. Ich glaube, wir werden früher oder später ein paar Hinweise über Arcana finden. Über wen? Über Flamara. Ich habe einen Vorschlag bekommen und ich werde ihn einbringen. Magiana oder Magiana oder Makina? Na, nein, Magiana. Also ist ein legendäres Pokémon aus der neuesten Generation, glaube ich. Oder ist das schon eine Generation alt? Nee, ist neu. Nee, ist das gab es ja als Event-Pokémon für Sun und Moon dann später, nachdem man die Top 4 besiegt hat. Weiß ich nicht. Was ich übrigens immer noch nicht geschafft habe, ich muss mich endlich mal dran setzen. Oh, ich aber auch noch nicht. Stehe aber unmittelbar davor, glaube ich. Ach Gott, ich bin gerade, glaube ich, irgendwo bei vor dem letzten Bromley-Kampf. Und dabei ist das Spiel schon vor 4 Wochen erschienen, krass. So, wen wollen wir als erstes anquatschen? Ne, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war ja letztes Jahr im April. Was? Nein, dieses Jahr im April. Und jetzt ist schon fast wieder Weihnachten. Deswegen hast du doch diesen Weihnachtsbaum auf dem Kopf. Eine Weihnachtspalme. Okay. Schon gespannt, wenn du nächstes Mal dann die Lichterkette noch rumgewickelt hast und das Lametta dran. Das ist eine Idee. Oh mein Gott, jetzt habe ich was gesagt. Kann das bitte jemand photoshoppen? Ich krieg das nicht hin. Ich weiß gar nicht. Doch, wir haben hier Weihnachtsschmuck. Gott. Ey, weiter. Was ist das da? Diese Läden verkaufen verdächtige Waren. Was? Verdächtige Waren?
Die verkaufen Leute, die mal Verdächtige waren. Die man im Einkaufsbezirk nicht bekommt. Jetzt hat sich das Bild geändert. Ich habe unten ganz viele Sachen, die ich eigentlich gar nicht haben soll, glaube ich, oder? Was? Nö, wieso? Szenen, Quellen, Mixer. Nee, das ist okay. Ich stream dir einfach mein Open Broadcaster-Fenster, weil okay. Das ist einfacher. Ich dachte irgendwie gerade, wäre es noch nicht gewesen. Egal. Merkwürdig. Einige der Dinge sehen hier nämlich aus wie Müll. Wo kommen die plötzlich her? Szenen, Quellen, Mixer. Ich weiß was. Woher kommt das? Ich habe einen Sound abgespielt. Das habe ich mir schon gedacht. Und rate mal wozu, zu dem letzten Satz von Luke. Wenn du ihn nachsagen kannst, dann kriegst du einen Punkt. Wo kommen sie her? Nein, nicht den... Pausen, bitte sehr. Nein, nicht den Satz. Nein, außerdem, was ich an Sounds auch tatsächlich habe. Ausschlumpfpause, bitte sehr, das wäre ja was. Mixer? Nee. Mixer? Weiß ich nicht. Oh, ich hab abgespielt. Nein, ich hab abgespielt. Woher kommt das? Ach so. Den Synchronsprecher müsstest du auch mal einladen, dass er mal beim Let's Play dabei ist. Finde ich auch. Also der hat seinen Job da richtig gut gemacht. Und der war der Hammer. Der war sowas von der Hammer. Weiß ich nicht, mal sehen. Das Doofe ist, an den kommt man immer so schwer ran. Ja, und der hat bestimmt auch irgendwelche vertraglichen Regelungen, dass er da jetzt nicht einfach... Das ist schwierig. Genau. Diese Palme, ey! Letztes Mal das Bett, heute die Palme. Und in Kombination? Overkill. Oh ja, lege ich mich da drauf und dann... Nein. Der Typ hat kein Rätsel. Oh. Ah, Herr Knights, seid ihr das? Was macht ihr denn in dieser Gegend? Ist das nicht offensichtlich? Nee, wie war denn der? Ich hab keine ist Ahnung. Ist das nicht offensichtlich? Ist ja schon fast ein Jahr her. Ist das nicht offensichtlich? Ich verkauf Kartoffeln. Nee, so war er definitiv nicht. Aber bei solchen Rittern, da denke ich eigentlich immer an Bobbys. Ja, vielleicht war der auch ein Bobby. Ist das nicht offensichtlich? Ich verkaufe Kartoffeln. Ich verstehe. Ja. Ich werde diesen schicksalhaften Tag niemals vergessen. Dieser schicksalshafte Hexenprozess. Soll ich dir mal lieber sprechen? Ich kann das. Ach nee, dann hört er sich ja an wie Vidian. Am nächsten Morgen musste ich zur Prüfung, um als Ritter in den Orden aufgenommen zu werden. Ist das so? Aber bei diesem Prozess, was in diesem Gerichtssaal geschehen ist... Das hat mich zu einer Witzfigur gemacht. Ach, jetzt, wer war jetzt das? Jetzt müsste ihm die Klinge so aus der einen Hand rausrutschen und BÄM! Voll in Phoenix Gesicht. Oh, das war jetzt... ist ja nur die ist flache ja nur Seite. Gummi. Ach so. Ja, aber da hat er einen schönen Streifen hier so. Und nicht nur das. Weil ihr den Prozess so in die Länge gezogen habt, hab ich verschlafen. Weißt du, diese Line kommt nur, wenn man für den Hexenprozess länger als 3 Stunden braucht oder so. Oder länger als 10. Ja. Ja. Sogar das Spiel macht sich drüber lustig, dass wir so lange brauchen. Kannst mal sehen. Dann machen wir mal lieber weiter. Tempo. Also seid ihr zu spät zur Prüfung gekommen, ha? Das ist doch nicht meine Schuld. Das ist die Schuld von diesen 2 Deppen hier. Naja, viel Glück bei der nächsten Prüfung, Herr Knights. Oh. Ich habe diesen Titel abgelegt. Hä? Ich lebe, esse und atme Kartoffeln. Kartoffeln sind mein Leben. Ui. Kartoffeln sind ja auch voll gut. Ich finde, man sollte seinen Liebsten nicht unbedingt Rosen schenken, sondern lieber Kartoffeln. Ich habe einer Freundin letztes Jahr einen Adventskalender gebastelt. Und mit Kartoffeln drin? Echt? Habe ich es gemacht oder habe ich es nur vorgehabt? Und wie war denn das? Du wolltest, ich glaube, in einem Türchen war eine Kartoffel schon, glaube ich. Aber ich dachte, in allen... Nee, im Weihnachtsgeschenk war eine drin, so rum. Ich dachte, in allen Türchen war eine Kartoffel.
Und in jede Kartoffel die Zahl reingeritzt. Das wär auch mal was. Nee, aber Kartoffeln sind voll cool, weil die, also die halten voll viel aus. Das ist nicht so, dass wenn eine Blume, wenn du die schenkst, sagt die, meine Liebe hält so lange, bis diese Blume verwelkt. Kartoffeln halten aber länger. Genau. Jo. Und eine Freundin hatte mal welche im Schrank. Und irgendwann sagt sie dann, ich muss mal kommen und den Schrank ausräumen. Sie traut sich nicht. Und dann mache ich den Schrank auf und ich dachte, es springt mir ein Tentakelmonster entgegen. Die Kartoffeln haben Wurzeln bekommen, ja. Aber wirklich so richtig fette Wurzeln, die mega gummihaft waren, so miau, miau, miau. Und die sind dann auch hinten hinter den Einlegeböden vom Schrank so nach oben gewachsen und haben sich drin rumgeschlungen und verheddert und was weiß ich. Ach du Schande. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen geekelt, obwohl es nur Wurzeln waren. Es war total krass. Aber du dachtest dann, da passiert so das gleiche wie in gewissen Anime-Filmchen. Release the Kraken! Naja, das oder das. Ich dachte da eher gerade. Daran habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Zum Glück. Sonst hättest du das doch nie. Hätte ich das nie weggeräumt, sondern drin gelassen. Ja. Okay, also, Kartoffeln. Der Weg eines Kartoffelhändlers ist mühsam. Ihr mögt mich jetzt Chips nennen. Alles klar, Chips. Dann, ich nehme dann 2 Kartoffeln, bitte. Ihr habt meinen Dank, werter Herr Blaurock. Juhu, er heißt jetzt Chips. Moment mal. Wie heißt er nicht? Was? Da steht immer noch Knights. Spiel erkennt's halt nicht an. Ja. Ich bin ein außerordentlicher Versager. Ich habe gehört, selbst ein älterer Herr, 4-mal so alt wie ich, hat bestanden. Womöglich war dies das Schicksal, welches der Schöpfer für mich ersonnen hat. Herr Chips! Komisch, da steht immer noch Knights, aber ja. So, was haben wir hier? McWenny. Frische Milch! Labyrinthias frische Milch! So ein Schnäppchen findet ihr nur hier! Oh, so trifft man sich wieder. Seid ihr hier, um meine köstliche Milch zu kaufen? Kommt drauf an, kommt die von der Ziege oder kommt die von Ihnen selbst? Oh, ich fürchte nicht... Das ist ein Milchblend! Ein was? Beim Kaffee beim Blend sagt man doch, wenn es eine Mischung ist. Ah. Oh, ich fürchte nicht, entschuldigt. Wir werden bei unserem nächsten Besuch zugreifen. Aber erstmal sind wir mit diesen Kartoffeln gut bedient. Aber wir hätten ein anderes Anliegen. Habt ihr Ritter in der Gegend hier gesehen? Ritter? Ritter, nein, heute nicht. Nur Chips. Und Flips. Ich hatte heute Ritter zum Frühstück. Arme Ritter. Die sind durch die Prüfung gefallen. Und heißen jetzt Chips. Aber was das angeht. Ich hab gehört, es gab einen großen Aufruhr gestern Nacht beim Hexenprozess. Ihr hattet damit nichts zu tun, oder? Das arme Schaf. Moment. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Warum muss ich... Ich muss machen, dass du das wieder hören kannst. Oder eine Einblendung, damit ich unten sehe, was du gespielt hast. Ja, eben. Ja, ich wollte das ja mal machen, aber das ist alles so zeitaufwendig. Da muss es doch was anderes geben. Obwohl, so ein Programm wäre natürlich cool, wenn ich eine Eingabe mache. Ich die auch machen muss zum Bestätigen. Nee, das... Achso, damit ich nicht versehentlich den roten Knopf drücke. Sozusagen. Genau. Ah, damit du immer überschauen kannst, ob ich erstens mal den richtigen Sound wähle und zweitens, ob der denn für die Zuschauer geeignet ist. Dieser Sound ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Oh, da nehme ich was. Da habe ich einen. Moment, wie war denn das nochmal? Hä? So sollten wir mal... Hä? So sollten wir mal eine Aufnahme starten. Ach, warte mal. Ja, nee, sag nochmal das mit dem Sound, der nicht geeignet ist. Dieser Sound ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Gay. Ah,
Ich gebe dir einen Grund, dir das wieder anzusehen, indem ich dir einfach nicht sage, welche Sounds das sind. Das habe ich bis nachher eh schon wieder vergessen, dass es diesen Sound gab.